Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Biotherm-Lancôme-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist so dieser Klassiker, der jedes Jahr erscheint. Er kostet auch dieses Jahr, ich glaube letztes Jahr war es genauso, ne? Knapp 80 Euro, also 79,95. Wenn man Glück hat, dann findet man ein gutes Angebot. Zum Beispiel habe ich bei Parfüm Dreams diesen Adventskalender für 59,95 ergattern können. Keine Sorge, es wird immer mal wieder so sein, dass der Adventskalender irgendwo reduziert ist. Ich habe das auch auf Instagram geteilt, da heiße ich Claudia rückwärts und ein P dahinter, AIDOIP, hätte ich andersrum sagen sollen. Habe ich euch eingeblendet. Ich bin ein bisschen verwirrt. Nicht nur die Nase sitzt zu, sondern die Rübe auch. Genau, hier haben wir jedes Jahr gefühlt immer wieder das Gleiche drin, aber ich hoffe, dass wir dieses Mal so ein bisschen Abwechslung drin haben werden und ich würde sagen, wir gucken rein. Was war das für ein Geräusch? Man weiß es nicht. Wir starten also mit der Nummer 1, die schön eingepackt ist in ein Geschenk. Und auch wie im letzten Jahr, ne? Wir haben hinten auf der Rückwand immer die Produktinformationen aufgeführt. Wenn man ihn weiter verschenkt, einfach da ein bisschen Geschenkpapier oder so drüber kleben, dann geht das klar. Hier haben wir auch was drin, was wir, glaube ich, auch letztes Jahr drin hatten. Biotherm Le Corporel L'Original, eine Anti-Drying Body Milk mit Zitrusessenzen, 100 ml. Hatte ich letztens erst tatsächlich verwendet und aufgebraucht. Ich glaube, wir hatten die letztes Jahr auch drin. Ja, war okay. Sie wieder drin. Riecht nach Zitrus, ist ein Unisex-Produkt. Das heißt, es könnte auch sein, dass wir das im Männer-Adventskalender von Biotherm drin haben. Ich glaube, wir haben es sogar drin. Kreativ, die Leute. Ich glaube, Muggler hatten wir letztes Jahr nicht mit dabei, oder? Hier haben wir auf jeden Fall die Nummer 2 und dann schauen wir mal rein. Angel, eine Perfume Body Lotion mit 50 ml. Ja, einfach eine parfümierte Body Lotion, die wie das Angel von Muggler riecht. Riechst aber nichts durch. Finde ich eigentlich ganz cool, wenn du das so in Kombi mit dem Parfüm verwendest, sofern du es zu Hause hast, weil dann der Duft nochmal intensiviert werden kann. Ist ganz schön, ne? Ja. Gefällt mir, aber schon die zweite Bodylotion in Folge. Die Nummer 3 ist klein, deswegen vermute ich hier mal keine Bodylotion drin. Das ist auch ein sehr kleines Produkt und das ist von Biotherm Live Plankton, 5 ml. Und ja, das dürfte das Serum einfach sein, oder? Nee, Live Plankton Ei, das ist die Augencreme. Na, guck an. Nee, das finde ich schön, ne? Einfach mal eine Augencreme in der Nummer 3. Augencremes sind ja per se immer ein bisschen hochpreisiger, deswegen freut man sich darüber und dann meckert man auch gar nicht so viel. Wenn dann nur 5 ml drin sind, komme ich mit klar. Auch wenn hier Not for Individual Sale draufsteht und man selbstverständlich meckern könnte, dass wir solche Produkte bei Douglas und Co. immer mal wieder als Goodie dabei haben. Trotzdem haben die ja ihren Wert. Darf man auch nicht vergessen, ne? Also von daher ist gut. Die Nummer 4 erscheint im zarten rosa Ton und fühlt sich, hört sich an, als wäre nichts drin. Ist bestimmt ein schwarzer Kohlkajal drin oder sowas. Ja, den haben wir auch jedes Jahr drin. Lancôme Le Crayon Kohl 0,7 Gramm ist so ein anspitzbarer Kohlkajal. Ne? Leute stehen teilweise drauf, andere Leute stehen da nicht so drauf. Ich gehöre eher zur zweiten Gruppe. Ja, ist mit dabei. Ist immer dabei. Ist so ein, gehört zum Inventarprodukt. Ne? Die Nummer 5 ist der Tag von Nikolaus und da bin ich gespannt, was wir da machen dürfen. Manchmal die Füße eincremen und in dem Fall dürfen wir uns jugendlich machen. Mit 7 ml von dem Advanced Genifique Concentré Activateur de Jeunesse. Das soll unsere Jugendlichkeit also quasi aktivieren. Ja, auch ein Produkt, was man immer mal wieder mit dabei hat. Ne? Das ist ein schönes Produkt, ja, ist ein Serum, kann man machen. Schön finde ich halt auch wenn es nur 7 ml sind, dass es halt in so einer Pipettenflasche kommt, ne? Und ich glaube, auch das hier hat so seinen ordentlichen Wert, definitiv. Die Lampe wird es euch sagen. Die Lampe sagt euch das gar nicht heute, da steht der Adventskalender vor. Der Adventskalender wird es euch halt selber sagen. Es ist natürlich super praktisch und anmerkbar anzumerken, dass wir hier Zwischenebenen drin haben und dass wir wirklich oben bei der 1 anfangen und unten bei der 24 aufhören. Das geht hier wirklich so runter, finde ich klasse. Die Nummer 6 ist von Valentino etwas. An Nikolaus was von Valentino in groß und schwer. Nein, wie cool. Die hauen jetzt raus. Da hauen sie aber raus. Ist ein Parfum, finde ich gut. Cool. 15 ml Eau de Parfum von dem Vos Wotze. Wotze? Ernsthaft? Nein, es heißt wohl eher Vos Vita oder Vosch Vita. Nicht Wotze, Claudi.
Ja, Hammer. Also das ist ein schönes Produkt zu Nikolaus. Das ist, da überlege ich sogar hart, ob ich das selber behalte oder ob ich das in den Adventskalender packe, den ich ja selber befülle und wo ich Parfüms und sowas reinpacke. Ne? Weil das ist natürlich schon krass. Ich gucke mir erst nochmal so die Duftnoten dazu an und dann muss ich mal entscheiden. Aber das finde ich geil. Sämtliche Kohl-Kajal-Stifte sind hiermit einfach mal ignoriert und man freut sich über das Parfüm, was ungefähr, doch nein, noch andere Sachen dazu, um den Wert des Adventskalenders zu bekommen, aber trotzdem, das hat einen hohen Wert, oder? Die Nummer 7 ist sehr leicht und es rappelt. Und so ein kleines Typchen, ist aber nicht schlimm. Biotherm Blue Therapy, Amber Algar Revitalize Intensely Revitalizing Day Cream. Das repariert, gibt Feuchtigkeit und Strahlkraft mit 5 Millilitern. Jo, nicht schlechter Specht. Und ich finde auch solche Adventskalender immer ganz nett. Da kann man sich halt so ein bisschen durch diese verschiedenen Produkte mal durchprobieren, ne? Um zu gucken, ob einem das überhaupt gefällt, ob die Haut das so weit verträgt. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und wenn einem das ultramäßig zusagt, dann kann man sich die sackenteure Geschichte in Originalgröße natürlich gönnen. Aber so hast du einfach mal die Möglichkeit, das auszuprobieren. Das finde ich positiv. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Ja, ja. Biotherm Beurre de Lèvres, Lippenbutter, 5 Milliliter. Und das soll hydratisieren. Ja, es ist einfach eine Lippenbutter. Ist okay. Gehört irgendwie auch in den Adventskalender mit rein. Worüber dürfen wir uns in der Nummer 9 freuen? Sie ist auf jeden Fall klar, leicht und mit einer Schleife drauf und man hört nichts rappeln. Ich hoffe ja, dass wir keine Parfümproben in diesem Adventskalender haben. Ne? Das ist immer so der Fail ever für mich. Aber wir haben keine Parfümprobe drin, aber eine Miniatur. Richtig cool von dem Lancôme La Vie Ebelle. Das ist dieses kleine Produktchen. Und das finde ich schön. Das ist eins meiner Lieblingsparfums tatsächlich. Ich glaube, hier sind 4,5 Milliliter oder so drin. Das muss ich mir nochmal auf der Homepage intensiv nachlesen, weil hier mit den, hier, da, 4 Milliliter, glaube ich. Ja, mit diesen 5 Milliarden Lichtern um mich drumherum sehe ich nichts. Und dann habe ich auch noch keine Brille auf, sehe ich noch viel weniger. Mit der Nummer 10 gehen wir nun in den zweistelligen Bereich über. Und ein Tiegelchen von Kiehl's erwartet uns. Creamy Eye Treatment mit Avocado 7 Milliliter. Guck mal schon, die zweite Augencreme. Das finde ich toll. Also normalerweise beschwert man sich ja ab und an mal so ein bisschen, wenn vielleicht Produkte so Doppelungen auftauchen. Ne? Jetzt nicht vom Produkt an sich, sondern von der Art und Weise des Produktes. Aber bei Augencremes beschwere ich mich nicht. Das ist immer, finde ich cool, weil es so teuer ist. Kurz vor der Halbzeit kommt die Nummer 11 nochmal daher. Und mal schauen, was sie uns bieten möchte. Von Lancôme Renergy Multilift Ultra. Das ist eine Gesichtscreme mit 15 Millilitern. Das ist ein schönes Pöttchen, ne? Das hat man gerne. Fun Fact, haben Männer und Frauen dieses Jahr im Adventskalender. Finde ich ziemlich witzig, muss ich gestehen. Ja, aber, ne, habe ich gerne drin. Halbzeit, die Nummer 12. Oh, schön. Auch ein schönes Parfum, ein toller Duft. Kann ich nur nicht riechen, kriege ich Kopfschmerzen von. Giorgio Armani C Eau de Parfum. 7 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Das scheint so eine richtig schöne Duftminiatur zu sein. Das kommt auf jeden Fall in den Adventskalender mit den Parfümminiaturen mit rein. Eiwart hübsch, ne? Also ein ganz toller weiblicher Duft. Sehr schwer, meiner Meinung nach. Und ja. Ich finde den, also ich rieche den gerne an anderen, aber ich kann den nicht an mir riechen. Da kriege ich echt Kopfschmerzen. Zur Hälfte des Adventskalenders muss ich sagen, macht Spaß. Ich bin zufrieden, ich bin glücklich und theoretisch haben wir jetzt den Wert doch bestimmt schon raus. Ne? Hier habe ich jetzt die Nummer 13 und die ist bei diesem Adventskalender sicherlich keine Pechzahl. Wow, okay, ja, wir haben ja einen Concealer drin, den hatte ich letztes Jahr auch drin, den habe ich sogar leer gemacht, weil ich den richtig gut fand. Touche Eclat Radiant Touch, 2,5 Milliliter in der Farbe 2. Im Prinzip ist das wie so ein Highlighting-Stift zu sehen, ne? Ivoire Lumière, genau. Ich verwende den aber definitiv als Concealer. Es ist auch empfohlen, steht auf jeden Fall hier bei der Lady drauf, dass man es hier über den Augen, unter den Augen und an der Nasolabialfalte anwenden soll. Hammer! Es ist eine Full-Size, ne? Ja, das sehe ich gerne. Letztes Jahr war es schon da und jetzt ist es nochmal da, Produkt, oder? Finde ich gut. Das ist so ein, ne? Wie der Essence Concealer. Kannst du hier hinten drauf drücken, dann kommt ein Produkt. Hat keine ultimative Deckkraft, aber ich finde den toll. In der 14 soll was von Armani drin sein. Jedenfalls steht hier vorne drauf. Dann gucken wir mal, ob sie gut gepackt haben. Ja, Si Passione.
Moisturizing Perfume Body Lotion 75 ml. Das ist so ähnlich wie das C, nur ich glaube noch ein bisschen floraler oder so. Ja, bestimmt. Kann ich nicht riechen. Nase ist zu. Die Nummer 15, da haben wir bestimmt wieder Gesichtspflege oder sowas drin, weil es so klein ist. Und das ist von Biotherm Testeur. Das steht sogar ganz fett hier vorne drauf. Das ist ein Tester, ist not for sale. Live Plankton Mild Creamy Peel. Das ist interessant. Rejuvenating Mild Peel Rinse Off Treatment. Also zum Gesichtspeelen ist es dann quasi. 10 ml sind hier drin enthalten. Und jo, auf jeden Fall mal was anderes, hier ein Gesichtspeeling drin zu haben, muss ich sagen. Jo. Die Nummer 16 ist schön schwer. Und hier haben wir auch wieder ein Tübchen drin. Ja, Lancôme Idôle La Power Crème. Okay, eine Scented Body Cream. 50 ml haben wir hier drin enthalten. Ich muss bei dieser Idol-Werbung wirklich immer jetzt an diese Lady denken, die ja quasi auf ihrem Pferd durch die Gegend reitet und dann irgendwann das Parfüm hochreißt. Ist doch zu Idol, oder? Ich muss da auf jeden Fall immer dran denken. Riecht auch echt gut. Das riecht wirklich gut. Die Nummer 17 ist leicht. Oh, holla die Waldfee. Wir haben hier was von Yves Saint Laurent drin und das scheint mir ein Lippenstift zu sein, von der Verpackung her. Ne? Die Farbe ist 7062 U705. Nein, ich glaube nicht, dass das die Farbbezeichnung ist. Rouge Pur Couture. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Gramm hier drin sind. Irgendwo finde ich das auf jeden Fall raus und kann das runterrechnen. Und das ist so ein schöner Rosenholz-Mauve-Ton. Ja, ich weiß den Unterschied zwischen Rosenholz und Mauve nicht, es tut mir leid. Aber es ist ein tolles Tönchen, was man halt auch so generell im Alltag gut tragen kann. Und das finde ich sehr edel, mag ich gerne leiden. Ich glaube nur, dass wir den letztes Jahr auch schon drin hatten. Deswegen müsste ich den eigentlich noch haben. Die Nummer 18 ist der Start in die Weihnachtswoche. Oh ja, eine Gesichtsmaske. Die darf auch nicht fehlen. Ich glaube, genau die gleiche hatten wir letztes Jahr auch drin. Das ist von Biotherm die Aqua Bounce Flash Mask, die hydratisieren soll. Und ja, das ist einfach eine Tuchmaske. Finde ich klasse, mag ich gerne leiden. Ich liebe Masken, Masken und ich, wir sind ganz doll so. Etwas von Yves Saint Laurent soll sich hier drin befinden. Also gucken wir mal in die Nummer 19 rein. Eine Tube. Oh, oder ist das das Yves Saint Laurent Libre gewesen, wo die Lady auf dem Pferd rumreitet? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das hier das Duschgel dazu mit 50 ml. Also schon nicht schlecht, weil hier sind auch recht neue Düfte drin. Das ist nicht der gleiche Kram wie letztes Jahr. Das finde ich positiv. Boah, das riecht auch voll krass gut. Mag ich. Die Nummer 20. Hier haben wir ein Tiegel drin und zwar die Ultra Facial Cream von Kiehl's. Ja, einfach eine Feuchtigkeitsviech-Geschichte mit 14 ml. Damit kann man sein Gesicht pflegen, hydratisieren und dem ganzen trockenen Wetter, Heizungsluft, Kaminluft, Rampampam entgegenwirken. Finde ich gut. Mensch, wir sprinten hier voran. Ich bin schon bei der Nummer 21. Oh, Biotherm Total Renew Biosource. Ein Self-Foaming Oil zum, hier, Make-up runternehmen, Anti-Pollution-Gedönsen, 30 ml. Ja, das finde ich nicht verkehrt, ne? Also, das hatten wir letztes Jahr auch nicht drin. Das finde ich gut. Die Nummer 22. Hier haben wir wieder so ein, nee, ich dachte erst gerade, das ist quasi ne, eingepackt, muss wohl irgendwie ein Parfümgedönsen sein. Nee, eine Augencreme haben wir hier drin. Lancôme Advanced Genifique Yeux Light Pearl. Youth Activating Eye and Lash Concentrate mit 5 ml. Das finde ich auch positiv. Ich glaube, das ist so ein graues Vieh hier drin. Den müsste ich nämlich auch noch in meiner Backup-Sammlung haben. Ja, finde ich extrem cool. Also sowas kann man dann entweder unter der regulären Augencreme verwenden oder anstelle von. Und gut finde ich auch, dass das hier auch noch ein Lash Concentrate mit drin hat. Das heißt, es pflegt die Wimpern auch noch im Top. Mag ich auf jeden Fall gerne leiden. Kommen wir zum vorletzten Tag und zwar die Nummer 23. Das ist echt groß und schwer. Und hier haben wir von Armani Code ein Soft Shower Gel drin. 75 ml. Auch das, ja, definitiv. Vor Heiligabend sollte man sich auf jeden Fall nochmal duschen. Auf der Nummer 24 steht Lancôme drauf. Aber es fühlt sich nicht so an, als hätten wir hier
irgendeine große dekorative Kosmetik oder ein komplettes Parfum drin. Also da bin ich wirklich mal gespannt, was sie sich da jetzt ausgedacht haben. Okay, ja gut, es tut mir leid. Es ist halt das, was immer in der 24 drin ist. Es ist eine andere, es ist aber eine andere Variante. Es ist die Lancôme Hypnose Doll Eyes Mascara in der Farbe 01 So Black. Das soll die Wimpern trennen und Volumen geben. Es ist immerhin eine andere Variante. Ne? Die normale Hypnose-Mascara finde ich übrigens gar nicht so exorbitant krass. Auf die Doll-Eyes-Variante bin ich sehr gespannt. Die hat nämlich hier noch so Blumis mit drauf, was ich sehr, sehr hübsch finde. Und ja, hier eine Full-Size. Ne? Also ich sag mal so, mit der Mascara und dem Parfum hast du doch safe den kompletten Adventskalender werttechnisch raus. Fazitieren wir diesen Adventskalender? Ich finde den geil, hat man kaum gemerkt. Ne? Also natürlich finde ich das mega, dass ich den für 60 Tacken gekriegt habe und nicht den vollen Preis dafür bezahlen musste. Ist klar, ne? Das ist natürlich nochmal so ein kleines Add-on für mich. Aber ich finde trotzdem, dass 80 Euro auch für den Adventskalender angemessen sind, weil du hier, was dekorative Kosmetik angeht, auch relativ viel Full-Size drin hast. Und dass die hier noch ein Parfum mit reingeknallt haben, finde ich sowieso schon mal klasse. Natürlich überwiegend Körper- und Gesichtspflege, das war aber klar, ne? Weil wir haben hier viele pflegende Marken mit dabei und auch Parfummarken, die jetzt natürlich nicht jedes Mal jetzt hier ein Full-Size-Parfum reinknallen. Geil finde ich aber, dass wir keine Parfumproben drin haben. Das ist positiv. Wir haben auch keinen Schmuh mit dabei. Also ich würde mal als Füllprodukt tatsächlich den Kohlkajal bezeichnen, wenn überhaupt. Ne? Ansonsten haben wir hier echt krasse Produkte drin. Ja, das ein oder andere Mini-Produkt, ja, den ein oder anderen Tester. Ist so, ne? Aber trotzdem kann man halt für 80 Euro nicht erwarten, dass die in jede Box eine Full-Size reinhauen, meiner Meinung nach. Aber wir haben einen schönen Adventskalender, der optisch was hermacht, der auch vom Inhalt was hermacht und der mir gefallen hat. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Ich denke auf jeden Fall, dass auch wenn man den letztes Jahr schon mal hatte, man sich trotzdem über den Adventskalender freut, weil doch der Inhalt sehr unterschiedlich ist. Ja, manche Sachen sind gleich geblieben, aber bei manchen Sachen freue ich mich auch, dass sie gleich geblieben sind, wenn ich ehrlich sein darf. ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Adventskalender. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!